Ja, du bist hier. Och Mann, wie bist denn du da reingebackt? Hallihallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Ark Survival Evolved. Aus irgendeinem Grund sehe ich hier keine Dinge. Wieso bist du hier? Und wieso? Oh, ich frag gar nicht erst. Okay. So, wie viel Platz haben wir denn im Inventar? Ich wollte dich hier eigentlich nur mal schnell absetzen. Wieso sehe ich jetzt hier meine Maus auf dem Bildschirm? Ab, hä? Ja, schön. Ah, jetzt geht's. Ja, lande bitte einfach irgendwo, damit ich dann wieder mit dir fliegen kann. Wieso will ich jetzt die ganze Zeit Tab drücken fürs Inventar? Ja, schön. Wie viel habe ich denn an Gewicht dabei? Sehr viel. Das ist nicht so toll. Ich kann hier doch bestimmt irgendwas reinlegen, oder? Access Inventory. Ich habe hier noch Platz ohne Ende. Samen, 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 Samen. Kompass. Ja, Kompass wollte ich ja eh mitnehmen. Könnte ich mir theoretisch mal hier unten irgendwo hinsetzen. Was brauche ich denn jetzt momentan unten nicht? Schwert habe ich ja dabei. Nehmen wir die hier mal. Ja, ansonsten. Ich habe gar nicht so viel dabei, was Gewicht hat. Ja, das Ding halt und die Steine. Wieso habe ich jetzt die Steine hier im Inventar? Brauche ich doch eh nicht. Du kannst mal hier rohes Fleisch bekommen. Wobei, habe ich hier noch irgendwas drinnen? Ja, ich habe hier Fleisch ohne Ende. Fleisch ohne Ende nehme ich einfach hier mal 30 Stück. Würde schon sagen 3 Stacks, aber nein. So, wie schaut es denn jetzt hier aus bei dir mit der Nahrung? Du bist ja das letzte Mal ein bisschen geflogen, deswegen kriegst du hier wieder neues frisches Fleisch und dann würde ich sagen, erkunden wir doch mal hier ein bisschen die Gegend mit dir. Ich meine, jetzt wo ich dich habe, kann ich hier eigentlich... Nein, du brauchst noch ein bisschen, bis du aufgelevelt bist. Ich kann ja auch schneller mit dir fliegen, aber dann brauchst du wieder ein bisschen mehr von deinem Dingsbums. Wir können hier auch jetzt schneller an solchen wunderschönen Dingen hier vorbeikommen. Wo bist du? Fliegst du gerade noch runter? Ja, du fliegst noch gerade runter. Bleib jetzt nicht wieder in dem Stein hängen, bitte. Bitte. Kann ja auch mal landen zwischendurch. Dann kannst du dich hier wieder erholen. Ich habe noch keinen Plan, wie ich es schaffe, dass du dich hier auf dem Boden sitzt. Wie zur Hölle setzt du dich hin? Nein, wir sind doch jetzt hier unten. Setz dich. Hier, ja, mach's dir bequem. Muss ich wirklich von dir abspringen? Das ist ja dann blöd. Ja, warten wir doch hier mal, bis das runterkommt. Ich musste, glaube ich, für irgendwas noch... Kommt hier irgendwer? Blöde Insekten? Nee. Ich brauchte doch hier auch Glas. Also Kristall. Was brauchte ich Kristall? Irgendwas, was ich mir hier stellen wollte. Die hier wollte ich mir, glaube ich, herstellen, aber habe ich hier Kristall, habe ich ja dann dieses Ding hier in irgendwas gefunden. Ich brauche später dann. Das heißt, ich könnte eigentlich mal mit dir auf Höhlensuche gehen. Vielleicht finde ich dann auch Pelz. Bist du jetzt hier durchgeflogen und hier unten irgendwo? Ich schau mal, ob ich da runterkomme mit dir. Es ist ja jetzt schöner, als außen rum zu laufen. Ach nö, nicht schon wieder so ein blödes Viech. Willst du wirklich dich mit mir anlegen? Ah, willst du das wirklich? Ist das das, was du begehrst? Willst du hier mal mein schönes Schwert spüren? Nein? Dann geh weg. So. Schauen wir doch mal. Du hast jetzt wieder sämtliche Ausdauer. Bist du jetzt hier unten, Stein? Ja, du bist hier... Ach Mann, wie bist denn du da reingebackt? Mal schauen, ob ich dich hier überhaupt treffen kann. Das war jetzt gerade ein bisschen viel nach unten. Nein. Du steckst so blöd im Stein fest, dass ich dich wahrscheinlich nicht finden, treffen kann. Das heißt, wir gehen hier jetzt mal auf dich und fliegen mal so ein bisschen Richtung Berge. Und hoffen da ein bisschen was zu finden. Wir können ja auch nochmal schauen, ob wir hier irgendwie einen T-Rex von oben beobachten können. Diesmal will ich mich nicht mit irgendwas Größerem anlegen. Das ist ja das letzte Mal nicht so gut gelaufen. Also, ja. Ich bin ein bisschen gestorben, falls ihr es nicht gesehen habt. So, deswegen wollte ich schauen, dass ich mich hier in den
kritischen Bereichen nochmal hier ausruhen kann mit dir. Hier oben zum Beispiel, da ist eigentlich nie irgendwas Größeres, außer so ein Trike oder sowas. Aber nichts, was mir jetzt wirklich wehtut oder tun will. So, wenn ich hier am Boden bleib, solltest du ja eigentlich hier direkt da stehen bleiben und runtergehen. Also hier jetzt, so. Du hast schon wieder einen Schaden. Heißt das, du willst mich jetzt gleich wieder angreifen? Sehe hier keinen T-Rex. Das ist ein bisschen komisch. Die ganze Zeit eigentlich welche waren. So, kann ich mich jetzt hier einfach von dir runterschmeißen und du setzt dich jetzt da hinten und du ruhst dich aus. So. Dodo! Ich habe Dodo Level 10 getötet. Oh Mann, mein Schwert ist schon wieder fast im Eimer. Das ist doch ungünstig. Wieso gibt es hier eigentlich so viele von euch? Wieso schaust du mich so blöd an? Hä? Wieso schaust du mich so an? Sag jetzt nicht, du willst mich angreifen. Nee, ich will nicht, dass du mich angreifst. Was ist eigentlich mit deinen Beinen los? Komisch. Bist du hier wieder? Ja, du bist wieder voll mit Stamina. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, hier irgendwo müssten Berge sein. Da hinten sind Berge. Fliegen wir doch mal den Bergen entgegen. Also sollten wir dann die Höhlen finden, in denen ich in den Kommentaren gelesen habe. Und da sollte es dann auch diese Kristalle geben. Ich sollte hier oben drüber nicht so schnell fliegen, dass ich nicht so viel verbrauche an Energie. Ich hoffe dann einfach mal, dass ich wieder hier zurückfinde. Ich muss aber trotzdem hier ein bisschen schneller fliegen. Ansonsten komme ich ja gar nicht mehr an. Ich werde jetzt da hinten das nächste Mal Pause machen. Ich muss dich aufleveln, damit du nicht mehr so langsam bist und so. Und schon wieder bleibt's mir hängen. Mann, wie viel das hier einladen muss. Das hier ist so ziemlich die kritischste Stelle, weil ich hier eigentlich nicht gerne runtergehen will. Ich weiß auch nicht, wie viel Ausdauer du verbrauchst, wenn ich so langsam vor mich herflieg. Das ist halt ziemlich nervig. Und hier unten sind halt wieder die großen bösen Dinger. Hier zum Beispiel dieser Kroko, wobei der eigentlich nicht viel macht. Also gegen Kroko zu kämpfen ist nicht das Problem. Problematischer sind dann schon die, wie das letzte Mal. So T-Rex, ja, ich glaube gegen den T-Rex könnte ich gerade noch bestehen. Gegen dieses andere drum. Was war das? Weiß nicht mal mehr, wie das gehießen hat. Und was backt denn da unten hier rum? Schaut das komisch aus. Irgendwas hängt da im Stein fest, so wie ich das hier sehe. Hier laufen welche davon. Von was lauft ihr denn davon? Ich sehe hier gerade nichts. Es ist noch gut, wenn ich nichts sehe. Wenn hier jetzt irgendwo links von mir ein T-Rex auftaucht, habe ich ein Problem. Ach Mann, und schon wieder. Oh, leck doch nicht, Spiel. Ich weiß, dass du jetzt hier viel reinladen musst, aber kannst du das nicht irgendwie vorher machen? Dann warte ich halt ein bisschen länger, bis es hier geladen ist, das Game. Aber dann muss ich hier nicht schauen, dass ich hier sterbe und sowas. Alles. Pteranodon, sitz. Danke. Wo bin ich denn hier? Also hier ist mein Roter, das heißt, wenn ich hier in diese Richtung fliege, sollte ich eigentlich nach Hause kommen. Ich hier eigentlich irgendwas, wenn ich mich auf den Stein stelle? Ist zu dick bewachsen, ich könnte hier jetzt auch das Beigleis in die Hand nehmen, aber da sehe ich auch nicht mehr. Bist du ausgeruht? Ja. Ah, du fliegst schon. Moment. Wenn ich jetzt so dastehe und Leertaste drücke, was passiert da? Dann setzt du dich hin. Ah, danke. Jetzt weiß ich auch, wie du dich hinsetzt und alles. Ah, kann ich also auf dir hocken bleiben. Wieso springst du in deinen Tod? Pff. Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Hier unten rennen nur ein paar Kanus rum. Okay, die werden aber von den Trikes normalerweise eh gekillt. Denn die haben doch ein bisschen mehr Bums drauf.
Ist hier sonst noch irgendwas Gefährliches? Also das hier finde ich jetzt wieder so halbwegs erträglich. Da war der Sumpf wesentlich schlimmer. Und ich muss mich hier schon wieder mal beruhigen. Ausruhen. Würde ich sagen, machen wir es doch hier. Nein, nicht da. Ich habe den gerade erst gesehen. Hier ist es doch gut. So. Hier drüben ist dieses komische Ding und das hat mich ja das letzte Mal ein bisschen gekillt. Ich weiß immer noch nicht, was du bist, aber ich... Ah, gut, ich bin wieder voll aufgeladen. Du könntest mich nämlich so ziemlich zerfleischen. Und auch meinen Flugsauger, und das wäre blöd. Ich mag meinen Flugsauger. Will den auch noch ein bisschen länger haben. Hier ist jetzt ein Berg, das heißt, hier könnten irgendwo Höhlen sein. Frage ist nur, wo und wie ich da reinkomme. Würde hier theoretisch auch gerne mal absteigen und zu Fuß suchen. Ich will nur nicht dabei sterben. Und vor allem will ich dich hier, Flugsauge, auch nicht dabei verlieren. Sind hier irgendwo böse Sachen? Schau mal, ob ich die Dinger hier looten kann jetzt. Dieses Flugviech finde ich irgendwie geil. Hier fliegen irgendwelche Sachen nach unten. Und das Ding ist weg, die Lootbox. Schön. Toll. Freut mich. Ich mache hier mal kurz Platz, wenn das hier wieder aufhört zu laggen. So. Kannst du hier oben... Ich wollte dich doch... Ich wollte doch, dass du hier sitzt. 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 Ah, jetzt steckst du mit deiner Schnauze im Stein fest. Glückwunsch. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Irgendwas Gutes? Du schaust da unten ein bisschen komisch aus. So, ist wieder aufgeladen. Wo finde ich hier Höhlen? Oder muss ich hier irgendeinen anderen Stein abgrasen? Du schaust auch ziemlich geil aus. Offenbar, du bist freundlich. Könnt mir jetzt zwar dein Ei schnappen, aber ich will nicht, dass du mich dann angreifst. Hier oben sind hier lauter komische Viecher. Und bisher noch kein Höhleneingang in Sicht. Ich fliege hier einfach mal um den Berg rum. Ah, ist es schön, hier jetzt fliegen zu können. Ich hoffe mal, ich finde da meinen Weg wieder zurück. Mammut! Oh, Mammut. Ich will Mammut jagen. Mammut jagen. Mammut jagen. Brauche ja eh Pelze. Die sollte ich eigentlich von den Mammuts am besten bekommen. So, kann ich mich jetzt hier mit die hier irgendwo hinstellen? Ja. Schaffe ich es dann auch selber wieder den Berg hoch? Wieso greifst du mich an? Hä? Nein, kämpf doch nicht gegen den. Du hast doch keine Chance. Jetzt komm her. So, du kommst hier jetzt mit mir mit. Kommt er mit mir mit und spiel, hör auf zu laggen. Greif doch den nicht an. Ach Mann, du bist du wirklich das blödeste, idiotischste Viech, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Da hast doch keine Chance gegen den. Wie soll ich dann zurückkommen? Alter, jetzt komm runter hier. Oh Mann, ich kann nur hoffen, dass dem die Stamina ausgeht und der jetzt herkommt. Wie oft soll ich denn noch pfeifen? Hallo? Hallo? Hast du den jetzt gekillt? Wieso bleibst du jetzt in der Luft stehen? Aua! Hallo? Kann ich den hier auch irgendwie herbekommen? Wie schaut's bei dir aus mit der Gesundheit? Flieg mir jetzt bitte nicht in meinen Fall rein. Das Tranquilizer Arrows brauchte ich jetzt eigentlich nicht. Nein, ich will nicht I drücken bei dem Ding, ich will so I drücken. Brauche hier normale Pfeile und dann will ich mal schauen, ob ich den hier irgendwie runterziehen kann. Jetzt setz dich doch hin, Mann! So, jetzt legst du durch.
Kann ich dich hier nicht irgendwie runterkicken? Ach Mann, du nervst. Du bist ja ziemlich der schlimmste Dino, den ich bisher gehabt habe. Find's zwar geil, dass du fliegen kannst, aber hier bist du jetzt irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Jetzt setz dich hin. So, jetzt bleib da. Moment. Disable Following. Noch irgendwas? Nein. Endlich. Hoffentlich bleibst du jetzt auch so. 7. Kann ich den hier von hier aus treffen? Ich hätte nämlich wirklich gerne so einen Elefanten-Mammut-Dingsbums da gekillt, um genügend Pelze zu sammeln. Ich würde nämlich auch gerne dieses Metalldings da haben. Ich kann von hier aus nicht treffen. Schade. Oder ich treffe und der backt die ganze Zeit einfach nur rum. Ich hoffe wirklich, dass hier irgendwas passiert. Hallo? Nein, 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 nicht auf mich zugegangen kommen. Auf mich zugegangen kommen ist böse. Okay, ich treffe auf jeden Fall. Teilweise. Mein Pfeil und Bogen sind gebrochen. Moment, kann ich den hier so reparieren? Hallo, Spiel. Ach Mann. Fiber und Holz brauche ich. Moment, kann ich dich hier nicht einfach mit dem Schwert killen? Mir ist egal. Mann, ihr nervt eh alles momentan. So, du kommst jetzt mal mit mir und ich schlitz dich jetzt auf. Natürlich explodierst du wieder, dass ich dir wieder ewig weit hinterhergehen muss, innen dahin, wo sämtliche bösen Dinger sind. Danke. Ich glaube, mit die hier habe ich mehr bekommen an Fleisch. Will mich hier jetzt irgendeiner von euch angreifen? Ach nee, ihr schaut einfach nur zu, wie ich euren Freund hier kaputt hacke. Du gibst viel Fleisch. Bin überladen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Vielleicht, weil ich einen ganzen Mammut im Inventar habe. Raw Prime Meat, ja, schön. Die sind doch eh gleich wieder kaputt. Und der Pelz wiegt so viel verflucht. Dieser blöde Pelz, wie mache ich das dann? Da muss ich mir was Kleines überlegen, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.